Es tut mir so leid. Aber ich habe gestern Abend schon angerufen und habe gesagt, dass es zu Ende geht. Ich weiß. Vielen Dank, Frau Wernicke. Vielen Dank, dass Sie sich um meine Mutter gekümmert haben. Wir haben uns so gut verstanden. Warum haben Sie mich nicht schon gestern hergebracht? Hätte sie noch gelebt. Nicht meine Schuld. Und jetzt müssen wir wieder. Mit der Beerdigung und der Versicherung würde ich... Das erledige ich schon. Machen Sie sich keine Sorgen. Vielen Dank. Moment, ich muss da noch mal hin. Mann, aber dann beeilen Sie sich. Wir sind sowieso schon über die Zeit. Auf die paar Minuten kommt es ja wohl nicht an. Kann man nicht mal hier allein sein? Nicht, wenn es eine Parterrewohnung ist. Darf ich Herrn Leist noch eine Tasse Kaffee geben? Ich gehe raus. Die nehmen doch glatt unseren Wagen auseinander. Macht ihr, dass ihr wegkommt? Guten Tag, Lohmann. Ich komme vom Beerdigungsinstitut. Mein aufrichtiges Beileid. Sie sind eine Angehörige. Die Nachbarin. Bitte kommen Sie herein. Nach Ihnen. Wie ich Ihnen am Telefon schon sagte, es gibt mehrere Ausstattungen. War die Verstorbene in einer Sterbekasse? Ja, das war sie. Wissen Sie, in welcher Höhe sie abgeschlossen hat? Gott, diese Polizei! Wo ist der Polizist? Polizei! Schnell! Polizei! Kommen Sie, schnell! Im Badezimmer. Hier links. Mit dem Kopf in den Spiegel geknallt. Was hat ihm den Rest gegeben? Hast du Kurt angerufen? Ja, gerade eben. Kann er jetzt weg? Ja. Eberhard Seidel, Junggeselle, Kriminalobermeister. Benjamin im Sonderdezernat K1. Theodor Beer, Kriminalobermeister. Seit 4 Jahren im SK1. Verheiratet. Nicht nur glücklich, sondern auch wohlhabend. Ich verstehe es nicht. Leist ist kein Gewaltverbrecher. Das passt einfach nicht zu ihm. Warum war er denn hier? Moment mal, ich habe die Akte. Kriminalhauptmeister Kurt Dieckmann. Verheiratet, ein Kind. Ein altgedienter, routinierter Praktiker. Arnold Matowski, Kriminalhauptmeister. Verheiratet, 2 Kinder. Vor einigen Jahren zerschoss ihm ein Bankräuber das linke Handgelenk. Aufgrund einer Sondergenehmigung weiter im Dienst. Wie viel hat er denn gehabt? 3,5 Jahre. Leist war Hauptbuchhalter bei Roman und Co. Der Chef hat ihm völlig vertraut, aber eines Tages hat er 500.000 Mark auf sein eigenes Konto überwiesen. 500.000. Das musst du doch auffangen. Damit hat er auch gerechnet. Er rief die Bank an und hat an einem Freitag, kurz vor Kassenschluss, das Geld abgehoben. Er sei dann am selben Abend noch ins Spielcasino Travemünde, weil er einen todsicheren Tipp gehabt hätte. Am Montag wollte er gleich morgens die 500.000 Mark zurückzahlen. Und nur den Gewinn für sich behalten. Aber das Ding hat leider nicht funktioniert. Angeblich hat er übers Wochenende das ganze Geld in Travemünde verspielt. 500.000? Da muss er sich aber rangehalten haben. Er war tatsächlich in Travemünde. Er hat sich eingetragen und das Personal des Casinos hat ihn noch wiedererkannt. Aber er hat nichts verloren. Jedenfalls keine so großen Summen. Dann hat er also das Geld versteckt und eiskalt dafür seine Strafe kassiert.
Scheint so. Fragt sich nur, wo. Er hat Hamburg nicht verlassen, außer nach Travemünde. Also, dann verstehe ich nicht, warum er die 3,5 Jahre nicht abgebrummt hat. Tja, da ist so manches, was ich nicht verstehe. Fast 2 Jahre war er bei uns und hat sich immer gut geführt. Aber ganz plötzlich hat er angefangen, den wilden Mann zu spielen. Seit 2 Monaten ist nichts mehr mit ihm anzufangen gewesen. Nichts als Scherereien hatten wir mit ihm. Tja, und jetzt das? Ich kann es einfach nicht fassen. Leider ist es aber so. Der Beamte ist tot. Hier. Genau hier haben wir gestanden. Ich wollte gerade noch sagen, Sie sehen ja sehr friedlich aus und wir wollen alles sehr nett machen. Und da ist draußen ein Gepolter. Als wenn jemand hinfällt und Glasscherben klirren. Und darauf hören wir jemanden aufschreien. Nicht lange. Ganz kurz. Ja, und dann sind wir rausgegangen. Kommen Sie bitte mit auf den Flur. Ich war im Wohnzimmer mit dem Herrn vom Beerdigungsinstitut. Und plötzlich, da hören wir ein Geräusch und jemand hat aufgeschrien. Dann bin ich in den Flur gelaufen und wie ich die Tür aufmache. Kommen Sie bitte. Wieso? Machen Sie alles nochmal genauso, wie Sie es vorhin gemacht haben. Sein Rechtsanwalt ist da, bring ihn zur Sprechzelle. Ich brauche eine Liste von allen Häftlingen, die mit Leist zusammengesessen haben. Besonders von denen, die schon entlassen wurden. Das dauert aber ein bisschen. Nur machen Sie mal, das dauert noch länger. Vor 2 Monaten hat er den letzten Besuch gehabt. Von wem? Von seiner Verlobten. Sie hat ihn regelmäßig besucht. Bis vor 2 Monaten. Und dann hat er verrückt gespielt. Sie muss ihm irgendwas gesagt haben. Los, du kannst jetzt abfahren. Was wollen Sie? Kann ich was für Sie tun? Aufmachen. Hast du nicht gehört, dass Sie das Ding aufmachen? Kommen Sie. Legen Sie die Hand dahin. Aber keinen Blödsinn machen, ja? Halten Sie die Hand ruhig.
es ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass es keinen Sinn mehr mit ihm hat. Dass ich nicht mehr auf ihn warten will. Wir wollten eine klare Situation, verstehen Sie? Sie wissen doch, wie das ist. Da stellt sich einer die ganze Zeit im Gefängnis irgendwas vor. Dass es mit ihm und Hella noch genauso ist, wie es damals war. Dann kommt er irgendwann raus und alles sieht anders aus. Ich wollte es ihm schon viel früher sagen, schon vor einem halben Jahr. Das war nicht einfach für Sie, aber ich habe darauf bestanden. Mach reinen Tisch, habe ich zu ihr gesagt. Ich habe was gegen halbe Sachen. Und, wie hat er das aufgenommen? Naja, will man sowas aufnehmen, wenn man 2 Jahre in der Zelle sitzt? Hat er geschrien, hat er getobt? Nein, überhaupt nicht. Er hat nur da gesessen, hat mich angesehen, kein Wort hat er gesagt. Haben Sie ihm auch gesagt, warum Sie Schluss gemacht haben? Sie hat ihm gesagt, dass sie jetzt mit mir zusammen ist. Das ist nun mal so, damit muss er sich abfinden. Ja, sag doch endlich etwas, habe ich zu ihm gesagt. Schrei mich doch an, aber er hat's nicht gemacht. Wissen Sie, ich bin ja nicht besonders ängstlich, aber wie der sich benommen hat, also ich hätte da ganz anders reagiert. Wie denn? Ja, ich hätte sie angeschrien, angebrüllt, aber ich sitze doch nicht nur da und starr sie an. Deshalb glaube ich, dass er, als Hella ihm das gesagt hat, da hat er sich schon überlegt, was er machen wird, wenn er wieder rauskommt. Und, was macht er Ihrer Ansicht nach? Na, was schon. Der hat doch nichts mehr zu verlieren, dem ist doch alles zuzutrauen. Wir können ja auf Sie aufpassen, wenn Sie wollen. Ach, das ist nicht nötig. Leist würde mir nie was tun. Der krümmt mir kein Haar. Ja, Ihnen vielleicht nicht, aber vielleicht ihm. Vielen Dank, ich passe auf mich selber auf. Umso besser. Wir drängen uns nicht nach Arbeit. Wiedersehen. Wiedersehen. Ah, wiedersehen, dann entschuldigen Sie nochmal die Störung. Ich bitte Sie, das ist doch in unserem Interesse. Wiedersehen. Wir drängen uns nicht nach Arbeit. Nee, aber die lassen wir auf jeden Fall überwachen. Hast du abgeschlossen? Natürlich. Ist der Riegel vor? Hör endlich auf, du machst mich doch ganz verrückt damit. Wer hat uns das denn eingebrockt? Wenn du nichts gesagt hättest, ist er heute noch im Knast. Einmal hätte er es ja doch erfahren. Ja, aber dann wären wir längst weg gewesen, wenn er rauskommt. Ich habe es ihm sagen müssen. Ich würde es wieder machen. Schließlich war ich 3 Jahre mit Leis zusammen. Und ich soll jetzt so verrückt sein und hier warten, bis er mich abknallt? Das glaubst du doch selber nicht. Das macht er nie. Das ist doch lächerlich. Lächerlich? Werden wir sehen, wenn er da an der Tür steht. Schließlich hat er auch diesen Polizisten umgebracht. Na? Geht's jetzt besser? Noch so eine Aufregung und ich schmeiße den Löffel weg. Ist ja noch mal gut gegangen. Gut gegangen nennen Sie das. Der Lohn für die Gesellen ist futsch, das Geld sehe ich doch nie wieder. Ja, unser Freund Leist. Sicher, wer sonst? Schließlich laufen nicht so viel mit Handschellen rum. Dann hat er jetzt genügend Geld, um sich frei bewegen zu können. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich kann Ihnen nichts mehr abnehmen. Hier steht sowieso schon genug Krempel rum. Aber Sie haben mir doch... Lieferant, wart mal eben. Vielleicht ein andermal. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Nicht wiedersehen. Ja, ich habe schon darauf gewartet, dass du anrufst. Im Radio ist was durchgekommen. Wo bist du? Das ist jetzt nicht wichtig, du musst mir helfen. Ich kann doch nicht am Tag in der Stadt rumlaufen. Ja, du musst weg von der Straße. Weißt du noch, wo wir uns treffen können? Ich habe dir damals davon erzählt. Ja, in einer Stunde bin ich da. Wir hauen heute schon ab. 14 Tage früher oder später, was macht er schon? Du hast im Ultimo gekündigt. Wenn du jetzt plötzlich verschwindest, im selben Augenblick, wo Leist ausgebrochen ist, denken die, dass du was zu tun hast mit der Unterschlagung von damals. Die Leute sollen denken, was sie wollen. Also gut, wir bleiben noch 2 Wochen, aber nicht hier. Ein Freund von mir hat eine Dachbude, die steht leer, da können wir untertauchen. Und was machst du, wenn Leist in die Firma kommt? Das wird er nicht wagen, das sind ein Haufen Leute, die ihn kennen. Also wir bleiben in der Dachbude, bis wir abhauen nach Zürich. Komm, du machst schon, pack deine Sachen. Wir müssen hier weg, so schnell wie möglich. Mit der Verlobten wird nichts. Hör doch mal auf mit dem Lärm. Die Sache mit der Verlobten können wir beerdigen. Wir hatten ein Alibi, absolut dicht. Er war damals an diesem Wochenende mit ihrer Mutter in Lübeck. Hat das nur ihre Mutter bestätigt? 12 andere Leute dazu. Hier, deine Liste von den Häftlingen, die mit Leist zusammen waren. 2 davon sind inzwischen entlassen. Da sind sie. Klaus Schumacher. Hehlerei, Diebstahl und eine ganze Latte von Einbrüchen. Rolf Hildebrand war sein Leben lang mehr im Knast als draußen. Na, dann lass das liegen. Wir sehen uns die beiden mal an. Was ist denn los, Hitzefahr? Wir sind in 2 Stunden zurück. Moment, was Neues. Fred Rosen, das ist der Mann, der mit der Verlobten von Leist zusammen wohnt. Hat mit Leist in einer Firma gearbeitet. Thank you.
Was ist er das? Das ist er nicht. Ich kenne seinen Klingel. Meinst du, er wird so dumm sein und so klingeln, wie er früher geklingelt hat? Ach was, das ist er bestimmt nicht. Guten Tag, jetzt sind Sie doch wieder mal angekommen. Wir hätten Sie gerne mal gesprochen. Gehen Sie durch. Danke, schön. Guten Tag. Guten Tag. Was denn schon wieder? Sie waren erst vor einer Stunde hier. Was wollen Sie denn noch? Wir haben festgestellt, dass Sie mit Leist in einer Firma zusammengearbeitet haben. Ja, das ist richtig. Steht ja auch in den Akten. Also was haben Sie denn da gearbeitet? Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Schön. Als was also? Ich war Buchhalter. Das heißt, ich bin's noch. Also dasselbe, was Leist war? Ja, Leist war mein Chef. Wir haben zusammengearbeitet bis... Ja, bis das eben passiert ist. Entschuldigung, darf ich rauchen? Bitte. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm? Ich meine, mochten Sie ihn oder? Leist war mein Freund. Aber war das ja ein ziemlich Ding für Sie, als das rauskam mit dem unterschlagenen Geld? Das kann ich Ihnen sagen. Ich dachte zuerst, ich sehe nicht richtig. Ich habe, glaube ich, 10 oder 15 Mal nachgerechnet. Ach, Sie haben es entdeckt? Ja, ich habe es ja dann auch gemeldet. Blieb mir ja nichts anderes übrig. So wie wir beide miteinander befreundet waren, musste doch jeder denken, ich stecke damit drin. Ja. Ich habe ihn angezeigt. Ich weiß allein, wie viel ich trinken kann. Wer hat heute Geburtstag, du oder ich? Nimm Bier. Das haut nicht so hin. Ach. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Guten Tag. Was wollen Sie denn schon wieder? Sie haben ihn doch schon fertig gemacht. Genügt das immer noch nicht? Schauen Sie sich doch an, ist doch schon gar kein Mann mehr. Halt den Mund. Herr Schumacher. Ja, da bin ich. Was wollen Sie? Wir hätten Sie gerne mal allein gesprochen. Sie können ja ruhig reden, das sind alles meine Freunde. Sie sehen doch, wir haben hier eine Familienfeier. Meine Frau ist 50. Gratuliere. Wir machen hier nichts, was die anderen nicht wissen dürfen. Wir haben keine Geheimnisse. Also, was wollen Sie? Ja, und dann hauen Sie schnell wieder ab. Werner Leist, den kennen Sie doch. Leist? Natürlich kenne ich den. Und dann wissen Sie sicher auch, dass er ausgebrochen ist. Na und? Damit habe ich doch nichts zu tun. Zu mir kommt der bestimmt nicht, wenn er Grips hat. Und den hat er. Daran muss man seit heute Morgen zweifeln. Er hat einen Beamten totgeschlagen. Leist? Das hätte ich ihm nicht so getraut. Wirklich nicht. Ist nicht ein Typ für sowas. Er hat's aber gemacht. Und jetzt versucht er irgendwo unterzutauchen. Aber nicht bei mir. Von sowas lasse ich die Finger. Das ist auch das Klügste, was Sie tun können. Ach, reden Sie keinen Scheiß. Ein Bruch, ja, aber doch nicht sowas. Das ist doch ganz was anderes, einen Menschen umbringen. Also, wenn er sich hier meldet, dann rufen Sie uns an, ja? Er kommt nicht. Er weiß, dass sowas bei mir nicht läuft. Und in Hamburg ist er auch nicht mehr, da bin ich sicher. Der ist schon weg. Tja, dann auf Wiedersehen. Wiederschauen. Tag, Rolf. Wie siehst du denn aus?
Ist das eine Perücke? Ja. Mensch. Du bist ja aber verdammt hart rangegangen. So eine Scheiße. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass er krepiert. Hätte genügt, wenn er 5 oder 10 Minuten weggeblieben wäre. Ich hab dir eine Decke mitgebracht. Ein paar Lebensmittel. Da ist ein Kocher. Und ein Radio. Damit du weißt, was los ist. Danke. Hier. Passt für oben und unten. Rolf, ich brauche einen Pass. Habe ich mir schon gedacht, das ist zu machen. Hier sind die Fotos. Wann kann ich ihn haben? Ich brauche ihn noch heute Abend. Der wird aber nicht billig sein. Wie viel? Schwer zu sagen. Ungefähr. Naja, mit 3 Mille musst du rechnen. 3 Mille? Was ist denn das für ein Kurs? Wenn sie es dafür machen. Spätestens heute Abend ist doch dein Bild in allen Zeitungen und im Fernsehen. Da weiß der doch gleich, um was es geht. Und wo soll ich 3000 Mark hernehmen? Kannst du sie mir vielleicht leihen? Ich? Du lieber Himmel. 3 Mille? Aber ich habe mir schon überlegt, wie du zu dem Geld kommen kannst. Was ist denn das? Das hier ist die Gegend vom Bahnhof. Das da ist die Tiefgarage und hier parkt der Chef seinen Wagen. Jeden Abend zwischen 8 und 9 bringt er die Geldbomben zur Bank. In einer einfachen Plastiktüte. Er glaubt, das ist unauffälliger. Du brauchst nur bei seinem Wagen auf ihn zu warten. Das ist nicht mein Bier, Rolf, das kann ich nicht. Eine Unterschlagung, okay, aber ein Überfall? Nee. Du brauchst aber das Geld. Aber nicht so. Ja, wie denn sonst? Ohne Geld haben sie sich doch gleich am Arsch. Glaub mir, das ist eine ganz einfache Sache. Ich habe ihn schon 20 Mal beobachtet, wie er mit dem Geld rausgekommen ist. Warum? Ich denke, du machst sowas nicht mehr. Nein. Aber wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann würde ich das machen. Du glaub mir doch, das ist ein Kinderspiel. Da kann überhaupt nichts mehr passieren. Vielen Dank, Rolf, aber das ist nichts für mich. Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben, um an das Geld ranzukommen. Möglich. Aber ich weiß keine. Aber verdammt eilig, was? Ehrlich, aber ich will die Sache schnell hinter mir haben. Hör auf, Rolf, mach mal nichts vor. Das ist ein super heißes Ding. Ich weiß doch, wer das ist. Na, wenn schon. Spielt das vielleicht eine Rolle? Ein bisschen schon. Ganz schönes Risiko. Wenn sie ihn hochnehmen, finden den Pass, bin ich dran. Wie viel? Du weißt, dass es ein Unterschied ist, ob ich für so jemanden arbeite oder... Wie viel? 5 Mille müssen drin sein. Du musst mal ein Dach schaden. Das sind ja 2 Mille mehr. Das ist ein besonderes Ding, das muss drin sein. Sonst muss es jemand anders machen. Oh, das muss jemand anders machen. Immer, du kannst den Hals nicht vollkriegen, was? Hoffentlich erstickst du nicht mal daran. Ich würde ein bisschen vorsichtiger sein. Hör mal zu, Rolf, damit kannst du bei mir nicht landen. Das geht da rein und da raus. 5 Mille oder wir lassen die Sache. Heute Nachmittag hole ich ihn ab. Burkhardtstraße ein. Castor 5 übernehmen. Castor 5 übernehmen. Vielen Dank, Wiedersehen. Schön ist sie nicht. Ja, 2 Wochen wird's doch wohl gehen. Da kriegt man ja Platz aus. Wenn's nach mir gegangen wäre, dann wären wir heute Abend schon in Zürich und könnten morgen das Geld von der Bank holen. Spätestens übermorgen wäre die Polizei hinter uns her und alles wäre umsonst gewesen. Und was machen wir, wenn Leist gar nicht zu uns will? Wenn er schon in Zürich ist, um an das Geld ranzukommen? Das kann er ja gar nicht.
Du hast doch die Unterlagen, den Schlüssel und die Papiere. Aber er weiß das Kennwort. Das hilft ihm nichts. Wenn er an das Geld ran will, kann er das nur über uns. Ja. Hoffentlich schnappen sie ihn bald. Ob sie ihn kriegen oder nicht, bevor der rauskriegt, wo wir jetzt wohnen, sind wir schon in der Schweiz. Es ist besser, wir fahren getrennt. Was meinst du mit getrennt fahren? Na, ich fahre nach Zürich und hol das Geld ab und du wartest irgendwo auf mich, wo dir nichts passieren kann. Aber ich habe keine Angst. Ich komme mit dir. Was soll das heißen? Glaubst du, ich reiß mir das Geld unter den Nagel und lass dich dann sitzen? Natürlich glaube ich das nicht. Aber ich fühle mich sicherer, wenn ich bei dir bin. Kommen Sie rein. Und? Sliced. Wo ist er? Das wissen Sie doch besser. Der hat doch noch ein Jahr, ne, oder sowas. Ja, das hat er. Und seit heute Morgen kommen noch 30 dazu. Aber erst müssen wir ihn haben. Was der? Leistes getürmt? Das wissen Sie nicht? Hören Sie kein Radio? Lesen Sie denn keine Abendzeitungen? Das ist mir scheißegal, was da draußen passiert. Ich will meine Ruhe. Ich hab meinen Laden. Damit verdiene ich gerade genug, dass ich leben kann. Alles, was vor der Tür passiert, interessiert mich nicht. Tut mir leid, dass Sie sich was stören müssen, aber es ist ja möglich, dass er sich hier meldet. Nur wenn er ein paar vom Kopf haben will. Diese Schrein. Ich habe mit ihm zusammen in der Zelle gelegen. Das hat mir gerecht. Ja, das war die Hölle. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, er sei so ein netter Kumpel, der Leist. Davon kann ich ein Lied singen. Ja, wenn man alles getan hat, was er wollte. Nicht? Aber wenn die Sache mal anders lief. Hier, der Finger da. Den hat er mir kaputt gemacht. Warum haben Sie das damals nicht gemeldet? Warum wohl? Ich habe doch keine Lust, im Knast drauf zu gehen. Solche Brüder, die können dann machen, was sie wollen. Nicht? Hauptsache, es geht nicht nach draußen. Na, dann wird er ja wohl hier nicht aufkreuzen, entschuldigen Sie die Störung. Wiedersehen. Lasse ich Zeit damit. Eine klasse Vorstellung war das. Besonders das mit der Hand war gut. Ein bisschen dick, aber ich werde mir mal seine Akte ansehen. Und ich lasse ihn beobachten. Entschuldigung, Chef. Was ist? Ich brauche eine Unterschrift. Ach so. Also, bis morgen. Dankeschön, gute Nacht. Stagger. Los, Stagger, ich will nicht, dass was passiert. Mach die Hintertür auf. Fahr los. Und fahr schon endlich. Nehmen Sie doch die Pistole weg. Nachher geht sie noch los. Nicht, wenn du tust, was ich sage. Ich mach ja, was Sie sagen. Und wohin wollen Sie mit mir? Fahr die nächste rechts rein. Den Motor laufen. Und jetzt raus. Das Geld bleibt hier. Los, raus jetzt. Mein Gott, ich möchte einmal eine Nacht ungestört schlafen. Meine Frau ist schon ganz sauer. Also, warum hast du uns hier geholt? Und warte doch mal, bis Kurt kommt. Ich muss ihm alles dreimal sagen. Na, hast du schon gepennt? Wie kommst du denn da? Ist doch erst 2 Uhr. Das verdanken wir denen dann. Nicht mir, bedankt euch beim Alten. Also. Hier, haben Sie vor einer halben Stunde den Wagen von einem Geschäftsmann gefunden, der gestern Abend überfallen worden ist. Und hier ist ein großes Lager.
Alte Möbel, alte Kleider, Sachen, die von der Versicherung versteigert werden. Alte Möbel? Gehört das immer dem Hildebrand? Nee, aber seinem Schwager. Und dem gehört auch der Laden. Also aber von dem Wagen bis zum Laden, das sind doch höchstens 10 Minuten. Nicht mal 5. Worauf warten wir noch? Damit sind die Wagen, die eingesetzten Wagen, entlassen. Ja, danke. Fertig 1 kommen. Wieder 40 1 kommen. Sie aus dem Mikro? Ja, wieder 40 1. Sie sind ebenfalls aus dem Einsatz entlassen. Wieder 40 1 nochmal kommen. Ja, hier stützt. Durch Hamburger Straße, Winterhuderweg, ein Verkehrsunfall. Hamburger Straße, Winterhuderweg. Von 48.3. Welche Wagen stehen uns zur Verfügung? Ihnen stehen zur Verfügung der Peter 40.1, der Peter 43.2, der Peter 52.2 und der Peter 6. Bleib stehen. Lass die Kanone fallen.
Na los, sonst drücke ich ab. Und jetzt die Hände hoch. Höher. Gib das Ding rüber. Nein, mit dem Fuß. Komm her. Darüber. Mach die Tür auf. Geh rein, stell dich an die Wand. Beine auseinander. Fallen lassen. Mach keine Dummheiten, lass sie fallen. Tun Sie, was er sagt. Hände hoch. Und jetzt reinkommen. Na los, nicht zu nah. Da an die Wand drüber. Und jetzt runter mit euch. Wer war hier? Und zwar noch vor ein paar Minuten. Beweisen können wir das, erstmal seine Fingerabdrücke gefunden haben. Bleiben Sie hier, bis die Spurensicherung kommt. Du kannst nicht kommen. Onkel Paul hat mich besucht. Was denn? Heute schon? Das hätte ich nie erwartet. Bleibt er länger? Ich habe ihn nicht gesprochen, aber wir können uns ja woanders treffen. Natürlich. Wann du willst. Schlag was vor. An deinem Lieblingsplatz. Mein Lieblingsplatz? Was meinst du damit? Du hast mir doch davon erzählt, dass du da immer hingehst und frische Luft schnappst, wenn dich mal alles so richtig ankotzt. Ah, ja, ja. Ja, jetzt weiß ich. Geht in Ordnung. Ich habe sowieso eine Fuhre nach Südwesten. Nach Süden, meinst du? Im Süden, hast du doch gesagt, hast du zu tun. Ah, richtig, ja. Das hatte ich vergessen. Ich komme. Hast du die Adresse? Was, noch was? Nee, ich hab keinen Anruf bekommen. Aber ich war ja die ganze Zeit unterwegs. Also, bis dann. Süden. Eine halbe Stunde brauche ich. Viel kräftiger. So eine richtige Hornbrille war das. Dunkel und ziemlich dick. Ja, es hatte ungefähr ausgesehen. Ist dir jemand nachgegangen? Einer hat's versucht, aber ich bin doch nicht blöd. Tut mir leid, das mit heute Nacht. Ach, Hauptsache, sie haben dich nicht geschnappt. Waren sie auch bei dir? Nee. Die kommen aber noch ganz bestimmt. Hast du den Pass? 5 Mille. Ich kann nichts dafür, dass er so teuer geworden ist. Das Schwein hat gemerkt, für wen. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Damit hättest du ja auch für mich getan. Lass sie nicht einbuchten. Ich gehe jetzt. Mach's gut. Ich bleib noch ein paar Minuten.
Ich glaube, er hat sich den Magen verdorben. Und Fieber hat er auch. Auf jeden Fall kann er heute leider nicht kommen. Ja, danke. Ich werde es ihm bestellen. Wiedersehen. Sie wünschen dir gute Besserung. Wenn wir das hier hinter uns haben, dann mache ich keinen Finger mehr krumm. Das brauchst du auch nicht bei einer 500.000. Ich habe mir schon alles genau überlegt. Wir lassen unsere Klamotten hier und kaufen uns in Zürich neu. Was soll denn das? Wenn wir gleich so anfangen, ist 500.000 schnell wieder weg. 500.000, das sind immerhin 500.000 Mark. So viel ist das auch wieder nicht, wenn es fürs ganze Leben reichen soll. Wir wollen mal schön auf dem Teppich bleiben. Das wäre auch das erste Mal, dass du was tust, was nicht vernünftig ist. Ah, nun sei doch nicht gleich sauer. Du weißt doch, was ich meine. Wir müssen das Geld nur gut anlegen. Tut's dir leid? Ach, hör doch auf damit. Wäre ich sonst zu dir gezogen? Ich brauch dich doch. Sag's nochmal. Was? Dass du mich brauchst. Ich brauch dich. Wie verrückt brauch ich dich. Mir reicht's für die nächsten 10 Jahre. Was denn? Ist er explodiert? Eine ganze Kettenreaktion. Fehlt nur, dass ich auch noch den Revolver bezahlen muss. Ach Quatsch, der blöfft doch bloß. Ich will doch nur, dass du ihn dir wiederholst. Und wie? Vielleicht kreuzt er bei seiner Verlobten auf. Das geht gar nicht. Ist er extra mit ihrem Heini ausgezogen, damit Leist sie nicht findet. Aber Leist kennt ihre Gewohnheiten. Der weiß, wo sie einkauft, welches Kino sie geht, welchen Friseur sie hat. Der findet sie bestimmt. Wer ist denn jetzt bei ihr, Teddy? Die Kollegen von Abteilung 3. Na, hoffentlich nicht so, dass die auffallen. Wenn Leist den Braten riecht, haut er doch endgültig ab. Keine Angst. Wir haben den Dachboden neben ihrer Wohnung. Da sitzen wir Wand an Wand mit ihnen. Aber doch nicht über dasselbe Treppenhaus. Nee, es gibt einen zweiten Eingang. Matowski, SK1? Ja. Die Fingerabdrücke auf der Milchflasche stammen natürlich von Leist. Ja, ich bin's. Hast du die Adresse? Burkhardtstraße 12. Ja, 12. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die liegt. Frag doch einen Polizisten. Ich muss Schluss machen. Wetten, dass Sie nichts kaufen wollen? Gewonnen. Und? Was wollen Sie? Sie müssen mit uns mitkommen. So? Muss ich das? Und warum? Weil Sie Leist in Ihrem Lager versteckt haben. Ich habe kein Lager. Aber Sie benutzen eins. Ach, das war meinem Schwager, meinen Sie? Da war er drin? Da war er drin. Keine Ahnung. Vielleicht ist er da eingebrochen. Ja, das ist möglich, dass ich ihm im Knast davon erzählt habe. Ja. Jedenfalls, seit ich draußen bin, habe ich Leist nicht mehr gesehen. Dann erklären Sie uns mal, wie zum Beispiel Ihre Fingerabdrücke auf eine Milchflasche kommen, die Leist auch in der Hand gehabt hat. Weiß ich nicht. Muss der alte sein. Habe ich da stehen lassen. Aber der Verschluss hatte das Datum von gestern. Also, dann kommen Sie schon mit. Ich hole nur meinen Mantel. Brauchen Sie nicht, wir haben einen Wagen draußen. Ich hole ihn trotzdem. Von der Straße sieht man aber nicht viel. Da drüben in dem Modegeschäft, hinter dem Schaufenster, da ist noch eine von uns. Bitte kommen.
Was ist denn? Ein Taxi ist vorgefahren. Und? Jemand geht auf Faust zu. Leist? Der Beschreibung nach kann es sein. Jetzt reingegangen. Ich gehe mal rüber. Nein, bleib hier. Wenn er ihn umlegt? So schnell doch nicht. Ich gehe trotzdem, ich will nichts riskieren. Warte. Wir bleiben in Verbindung. Ja, ist in Ordnung. Nicht aufmachen. Wie kann das sein? Weiß doch niemand, dass wir hier sind. Ich sehe mal nach. Nein, nicht aufmachen, bleib hier. Er geht schon wieder weg. Vielleicht ist es sein Freund, der den zweiten Schlüssel bringt. Mein Freund, der kommt erst heute Abend, der ist doch jetzt im Büro. Man hört doch, dass jemand in der Wohnung ist. Du? Aber das ist... Wie hast du das überhaupt gefunden? Eigentlich wollte ich hier die Fragen stellen. Weißt du, das ist alles ganz anders, als du denkst. Ich kann dir das alles erklären. Es tut mir leid, aber... 3,5 Jahre ist eine lange Zeit. Stimmt. Besonders, wenn man weiß, dass man aufs Kreuz gelegt wird. Aber ist doch nicht wahr. Das mit mir und Hella, das ist einfach so passiert. Das wollten wir beide nicht. Glaub mir. Das hat sich plötzlich so ergeben. Wenn ich's nicht gewesen wäre, dann wär's ein anderer. 3,5 Jahre, so lange wartet keine Frau. Was willst du jetzt machen? Willst du mich abknallen? Ist doch verrückt. Du reitest dich doch nur noch tiefer rein. Das ändert auch nichts. Ist da aus mit dir und Hella? Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Es geht nicht um Hella. Um was denn? Um die 500.000, mit der du türmen willst. Wie kommst du denn darauf? Das ist doch Blödsinn. Du glaubst doch nicht, dass ich mit dem Geld... Aber ich betrüge dich doch nicht. Genau, das hast du aber vor. Das ist doch nicht wahr. Das schwöre ich dir. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen. Wir hatten ausgemacht, dass das Geld in der Schweiz liegen bleibt, bis du wieder draußen bist. Ja, sowas abgemacht. Ja, und da liegt es noch. Natürlich, weil ich dir dazwischen gekommen bin. Das ist doch unlogisch, das passt doch einfach nicht zusammen. Wenn ich hätte abhauen wollen mit dem Geld, dann wäre ich doch längst weg gewesen. Warum warte ich dann über 2 Jahre? Weil du dich sonst verdächtig gemacht hättest. Aber nach 2 Jahren bringt dich keiner mehr damit in Verbindung. Aber das stimmt doch einfach nicht. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen. Sowas würde ich nie machen. Hella, sag ihm doch, dass es nicht stimmt. Aber Fred, natürlich wolltest du das. Du hast doch alles vorbereitet. Du hast zum Ultimo gekündigt, dann wollten wir nach Zürich und das Geld holen. Tja, genau das habe ich von dir erwartet. Deswegen habe ich Hella gesagt, dass sie ein bisschen auf dich aufpasst. Wie? Du warst die ganze Zeit mit mir zusammen, weil er es gesagt hat? Warum sollte ich sonst mit dir zusammen sein? Aber du hast doch gesagt... Du hast gesagt... Ich hab dir alles gesagt, was du hören wolltest. Und ich will jetzt hören, wo die Unterlagen für Zürich sind. Wo sind sie? Im Schließfach in der Bank in der Rathausstraße. Kennwort? Holiday, wie wir es besprochen haben. Ich hab nichts geändert. Kurt, melde dich. Ja, Arnold? Platz da jetzt nicht rein, behalte den Eingang im Auge, ich melde mich wieder. Wir können die Papiere jetzt gleich holen, es ist nicht weit, nur 3 U-Bahn-Stationen. Das ist verrückt, du kannst ja nicht am helllichten Tag auf die Straße, wenn dich jemand erkennt. Das muss ich riskieren. Lass doch Hella mitgehen. Wir sind in einer halben Stunde zurück. Nein, ich gehe lieber selber mit. Aber wenn du mich wieder aufs Kreuz legen willst, dann... Kannst du mich abknallen. Mit keinem Blödsinn, das habe ich nicht nötig. Aber wenn du irgendein krummes Ding vorhast, lass das, du kommst nicht weit, ich schwör's dir. Du hast das Geld damals in die Schweiz gebracht, dafür gibt's auch 2 oder 3 Jahre, vergiss das nicht. Na los, gehen wir. Du bleibst hier, es dauert nicht lang. Und dann verschwinden wir. Na los, worauf wartest du noch?
lassen. Ist noch ein zweiter Mann bei ihm, aber vorsichtig, nicht zu nah rangehen. Michel 1 für Castor 4, bitte kommen. Michel 1 für Castor 4, bitte kommen. Michel 1 für... Hier, Castor 4. Augenblick. Castor 5 will sprechen. Hallo, Eberhard. Komm schnell in die Rathausstraße. Da kannst du dir das Ding abholen, das du gestern verloren hast. Wir kommen, aber vorher müssen wir noch was abliefern. Ja, ich verstehe. Macht schnell. Hol das Zeug raus, ich warte hier auf dich. Wenn du nicht in 10 Minuten zurück bist. Das bin ich, komme sofort zurück. Nein, keine Peterbahn. Wir vermasseln uns bloß die Tour. Sorgen Sie dafür, dass kein Peterwagen durch die Rathausstraße fährt. Ich will hier keinen uniformierten Polizisten sehen. Leist wartet gegenüber der Bank an einem Zeitungskiosk und der andere ist gerade reingegangen. Bitte, Sie kennen ja den Weg. Bitte entschuldigen Sie. Na, welche willst du denn haben? Die. Die ist bares Geld für mich. Gehen wir. Bleiben Sie lieber oben, wir machen das schon allein. Das wäre mir auch lieber. So, Sie können jetzt abschließen. Das machen wir auch. Aber vorher müssen Sie noch Ihre Hände da reinlegen.